Ausbildungsabbrüche zu verhindern. Zu nennen wäre auch die Förderung unserer Praktikumsbörse, die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit gibt, Auslandspraktika zum Beispiel in unseren Partnerstädten zu machen. Fest im Förderprogramm sind auch Bewerbungstrainings und andere Angebote, die den Übergang von der Schule zum Beruf machen. Insgesamt werden von der Ostfries-Henrich-Stiftung bis zu 160 Projekte mit Summe zwischen 500 und 100.000 Euro. Wie wichtig es Ihnen ist, die Ergebnisse kennenzulernen und zu verfolgen, das zeigen die regelmäßigen Besuche bei den geförderten Maßnahmen, sei es bei den Erlebniswochen oder im Gespräch mit Schülern und Schülerinnen des Abi-Jahrgangs im städtischen Gymnasium. Mit Rückhalt und Menschen, denen man sich nahe fühlt. In diesem Sinne beschreibt er auch Ihr Engagement für Gütersloh. Das zeugt von Vertrauen in Ihre Stadt und die Arbeit, die hier geleistet wird. Auch dafür möchte ich an dieser Stelle noch einmal Dankeschön sagen. Um das Wohl der Bürgerinnen und Bürger und das Ansehen unserer Stadt erworben hat. Gütersloh, den 28. Februar 2020, der Rat der Stadt Gütersloh, unterzeichnet habe ich als Bürgermeister. So, jetzt reden wir uns ein bisschen weiter hier. Mit den großen Bürgern, Ehrenbürgern, Rudolf Mine, Reinhard Mohn, Gerd Wixhoff. Und du bist auch nun Kollege der lebenden Ehrenbürger, nämlich Liz Mohn und Peter Sinkhardt. Du kannst stolz darauf sein. Und ich freue mich für dich, dass du das in diesem Rahmen feiern kannst und erlebst. Ich denke, ich spreche in aller Namen. Wir wünschen dir baldige und gute Genesung von deinen Leiden. Ich wünsche dir von Herzen, dass du wieder ein fröhliches Leben leben kannst als neuer Ehrenbürger. Ich wünsche dir alles Gute, viel Glück. Können Sie beide noch einmal Plätze tauschen, dass wir noch einmal ein schönes Foto machen können? Perfekt. Oder einmal nett und freundlich. Perfekt, genau so. Für die Kollegen einmal? Wenn Sie einmal hierher schauen. Ja.